So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Und wir müssen jetzt den Sektenaußenposten befreien. Und ich hoffe, meine Pfeife kommt jetzt hier mit. Alter, was rennst du denn da jetzt in der Hütte rum, Junge? So, du kommst raus, du bist clever. Was mit dem anderen jetzt? Okay. Verdammt heiß heute in der Sonne. Ja, ist sehr heiß in der Sonne heute, da hast du recht. So. Bogen nicht. Den Bogen könnten wir mal ausrüsten. Wie heißt mein Kamerad eigentlich? Wie heißt du nochmal? Was ist mir dein Name? Okay, dann sag ihn mir nicht, alles klar. Oh, was haben wir denn hier? Ach so, das ist das Prepper-Versteck, okay. Da unten waren Pfeile. Da muss ich nochmal ganz kurz einmal rein und neue Pfeile holen. Okay. So, komm mit, unbekannter Freund. Bleib nicht stehen. Keine Müdigkeit. So, hier haben wir die Ranger-Station. Genau, geh mal in Deckung. Das ist gut, du denkst mit. So. Ja, ich sehe auch ganz viele Piggies hier. Eine Geisel. Da ist niemand mehr. Kumpel, siehst du nur, sind da nur vier? Nur vier Gegner? Konzentriere dich mal auf die Arme. Anscheinend. Okay. Bin unterwegs. Geh mal dahin. Na, gehst dahin. Sprech dich von hinten an. So, geh von hier lang. Oh, was ist das? Oh, ich könnte jemanden sehen. Ah ja, geh weg, geh weg, geh weg. So. Kumpel, kannst du ihn da töten? Mach mal. Ich such mir einen besseren Winkel. Ja, mach das. Such dir einen besseren Winkel. Ah, wir gehen hier lang. Und du bist down. Bam. Was machst du denn da? Du jetzt versteckst dich hinterm Stein? Du solltest den töten. Töte sie jetzt. Komm. Töte sie. Ich bin hinter dir. Geh weiter. Ich überrasche sie. Ja, genau. Überrasch sie. Manchmal frage ich mich, ob sich der Ärger mit denen lohnt. Bleib wach. Ich lerne was Neues. Gut gemacht. Boah, jetzt geht die Action los. Ranger-Station befreit. Jawohl, und unentdeckt geblieben. Leck mich am Arsch. Der Typ ist ja richtig cool, ey. Besseren Partner kann ich ja gar nicht kriegen hier. Ranger-Station befreit. Die Leichen oder? Ach, die Leichen sind jetzt weg, ernsthaft. Jo, was geht ab, Kumpel? Scheiße nach eins, Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Ja, ich kümmere mich um den Funkturm. Aber hier, was haben wir hier? Anrufbeantworter. Hey Lance, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Seeds haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messungen vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen.
Ich weiß, sie sind irgendwie komisch und reden nicht viel. Aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest. Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Ah, und Freunde, ich höre hier schon wieder Radiomusik, ne? Ich wette meinen Arsch darauf, dass ich da wieder eine Urheberrechtsverletzung kriege. Ey. Fängt gut an in dem Spiel hier. Aber was willst du machen? Ja, das ist YouTube, meine Freunde. Das ist YouTube. Was haben wir hier neu? Hier ist nichts mehr. Ihm kann ich nicht mehr reden. So. Willst du dich noch bedanken? Echt jetzt? Vielen Dank. Ja, kein Ding. Hab dich gerne befreit. So. Komm, unbekannter Freund. Wir gehen weiter. Gehen jetzt zum Funkturm. Komm. Oh, was ist das hier? War nur ein Rohr. Okay, alles klar. Dann let's go. Da ist der Funkturm. Aktiviere die Antenne auf dem Funkturm, okay. Ich sollte später wohl nochmal Munition sammeln gehen. Ja, solltest du machen. Munition ist immer gut. Oh, was haben wir hier? Plündern. Oh, Häuser, okay. So, hier ist eine Lücke. Komm mal hier rein. So. Nichts zum Looten. Dann gucken wir mal hier in, gehen wir hier in die Tür rein. Ich wünschte, man könnte das hier friedlich beenden. Super. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Alles klar. Dann klettern wir mal hier hoch. Das ist aber hoch. Eieiei. Das ist auch mein Bestreben, hier nicht runterzufallen. Ja, wie hoch geht das denn noch hier? So. Interagieren. Okay. Dutchs Insel wurde befreit. Jawohl. Okay, unsere Karte. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Okay, ich zoome raus. Alter Falter. Das County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitehill Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitehill-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith, der kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Oh, wow. Peaches, Tierpräparation. Ah je. Okay, das wird sehr viel Arbeit werden. Dann haben wir Josephs Region, Anwesen der Sekte. Ah, okay. Baron Sägewerk. Hier ist Jess. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Okay, die reden mit mir hier, was? Ja, macht fort. Hey, Amigos. Ich bin's, Hulk. Verschanzt im Haus meines Alten. Yep. Ich und Papa werden diesen Peggy-Schwanzlutschern fett in ihr Eden-Skate treten.
Okay, mal gucken, was Trumpman Yachthafen sagt. Hier Adelaide beim Yachthafen, Schätzchen. Die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können. Okay. Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid. Okay. Ey, jetzt ist ja hier noch in dem Menü so eine Musik, ne? Da ist bestimmt auch ein Copyright drauf. Wett ich. Was haben wir hier? Moonflower Trailer Park. Ahoi, hier ist Sharky. Wir veranstalten ein Überraschungsgrillfest für hirntote Kultisten im Trailer Park. Okay, alles klar. Gut, dann können wir hier mal wieder rausgehen. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Wunderschöne Ladebildschirm. Was kommt jetzt? Spannung steigt. So. Oh, Scheiße. Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Howland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich möchte befreit werden. Ja, ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegt. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. Erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Okay. Oh, Seilrutsche benutzen. Mehrspieler-Spielmodi sind jetzt verfügbar. Alles klar. Nutze erstmal eben hier die Seilrutsche. Jungspund, ich habe dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope-County-Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Okay, also die Untertitel, die sind nicht synchron unbedingt mit dem, was hier gesprochen wird. So, da jetzt der Mehrspielermodus verfügbar ist, werde ich jetzt hier einmal kurz einen Cut machen, weil ich habe ja schon in der ersten Folge angekündigt, dass ich Far Cry 5 mit Jan zusammenspielen werde, beziehungsweise mit Creator Zero. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns dann gleich wieder und dann sehen wir mal, wie Far Cry 5 im Mehrspielermodus ist und wie wir uns dabei anstellen, die ganze Familie da auszurotten. Also, bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder. Und wer ist denn da? Wer ist denn da? Da ist der liebe Jan. Was geht ab? Ja, moin. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt die Insel. Ich habe da mal einen Punkt markiert. Ja, was siehst du den nicht? Doch, 283 Meter entfernt, was ist da? Ja, genau.
Das ist noch ein Wachturm. Den habe ich ganz am Anfang auch schon gemacht. Da kann jemand befreit werden und auf dem Wachturm sind gute Ressourcen. Dann sollen wir den eben machen? Mit einem Fahrzeug folgst du am besten der Schotterstraße von der Insel bis zur Teufelsgabelung und fährst dann immer der Nase nach, ganz wie es dir beliebt. Okay. Viel Glück, Deputy. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß. Dutch out. Ach so, und ich möchte noch mal kurz sagen, ich habe jetzt... Warte, bevor du fährst. Ich habe die... Alter, das sieht aus. Ich habe die Musik hier in dem Spiel ausgemacht, weil ich nicht weiß, inwiefern hier ein Copyright überall drauf ist. Und hier, ich habe jetzt was zu lesen. Sei mal still, warte. Memo der Parkaufsicht. Einige Anhänger von Inskate wurden beim Silver Lake gesehen. Ihnen wurde mehrfach gesagt, dass sie keine Genehmigung haben, dort etwas zu bauen. Aber trotzdem scheinen die irgendwelche kleinen Gebäude zu errichten. Sie scheinen auch unberechtigterweise auf dem alten Roosevelt-Anwesen herumzulaufen. Vielleicht müssen wir etwas härter durchgreifen, um sie dort wegzuschaffen und für ihre Sicherheit zu sorgen. Beste Bescheid. Ja, auf jeden Fall. So, Leute, hier ist eine Schutzweste. Oh, das ist gut. Na, wo? Hier. Auf der Palette. Auf der Palette müsste die hier liegen, hier vorne. Nö. Hast du schon aufgenommen wahrscheinlich? Weiß ich nicht. Den nimmt er hier auch automatisch auf. Ah, die Frage ist, wo kann ich das? Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe die nicht genommen. Vielleicht hast du mir die geklaut. Nee, nee. Loot teilen wir uns nicht. Ja, teilen wir uns nicht. Achso, okay. Dann, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich aufsteigen? Okay. Let's go. Red mal kurz mit mir, weil das ist gerade sehr laut. Mal gucken, ob man dich versteht. Ja. Alter, ich sehe deinen Speer über mir. Also deinen Pfeil. Ja, aber warte mal, halt mal kurz an. Ich muss mal eben kurz in die Option gehen. Sind auch schon da. Ja, ich muss mal eben hier das alles ein bisschen leiser machen, glaube ich. Weil sonst hört man dich nicht. Jetzt mal einfach so auf 50%. Hat er das jetzt gespeichert? Ja. Lass uns mal eben nochmal... Achso, ich wollte nochmal eine Runde eben fahren. Aber gut, ist egal. Mach ja, mal. Dann fahr ruhig. Nee, machen wir gleich. Komm ruhig mit dem Ding in meine Richtung. Nee, machen wir gleich. Weil der Punkt ist doch hier hinten. Warum gehst du jetzt dahin? Reichst du dich an, oder was? Weil hier eigentlich so ein Typ vorne festgehalten wurde, aber anscheinend lebt er schon nicht mehr. Die Frage ist, ob... warum komme ich denn hier nicht hoch? Noch so seilig. Ich dachte, hier kann ich dann hoch. Vielleicht ist der aber auch, ist das aber schon hier befreit. Ne, hier ist ein Typ. Hier rennt einer gerade vor mir. Wird der festgenommen? Nö, der rennt hier gerade lang. Jo, das ist sogar der Typ, ich musste dem helfen. Oh, was haben wir denn hier alles? Oh, wieder was zu lesen. Warte, was ist das denn hier? Sektenschreien, die Ernte hat begonnen, Vater... das habe ich doch schon gemacht. Ah. Der ist da hinten. Da. Ja, das habe ich doch. Den habe ich doch hier schon gemacht. Was ist das hier? Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe. Was treiben diese ganzen... Ich höre mir das gerade an, was sie hier sagt. Es gibt einen ganzen Haufen von... Ja, ja, ich höre das auch. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Man hört ein bisschen deinen Atem, ja. Oh, sorry. Ja, aber ohne Witz... Diese Dialoge, die sind ja immer überhaupt nicht synchron. War richtig... Meinst du mit dem Untertitel? Ja. Ja, das ist... Ich hab den Untertitel auch gar nicht an. Naja doch, ich lass den schon an, aber er ist halt mega scheiße. So, du hast zwei markiert.
Ja. Sind das nur zwei? Was machst du? Ich dachte, du nimmst die Seilrutsche. Ach so, nö. Nö. Are you ready? Na, das warte, sind warte. Eigentlich drei, soweit ich das in Erinnerung. Ich schnapp mir. Nimmst du dir den rechten, ich nehm den linken? Ja, warte mal, ja. Von den markierten meinst du jetzt, ja? Ja, ich nehm den linken, du nimmst den rechten. Ja, ich nehm die Olle, warte. Ich muss mich anschleichen. Nein. Warte, ich bin noch nicht in Position. Ich werd nur gerade Okay, komm, let's go. Gehen, ne? Okay, alles klar. 2, 1, go. Jetzt. Ja, oh, sorry. Lief gut. Scheiße. Ach, der eine rennt hier noch rum. Oh ja. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Yo. Boah, Scharfschütze war das. Ja. Boah, ich bin fast down. Der hat mich mit einem Schuss fast down gemacht. Down gemacht. Down gemacht. Das Wort nicht eingefallen. Er hat mich down gemacht. Gekillt. Okay. Ich komm zu dir. Weißt du, wie das läuft hier an den Schreien? Ja, ne? Ja, Granate werfen oder keine Ahnung. Warte doch mal, ich plündere hier. Wenn das Ding jetzt in die Luft geht. Are you ready? Komm, feier den goldenen Schuss ab. Achso, ich hab da eine Granate reingeworfen. Also so ein Molotow. Aber warte. Warte, ich mach den. Ich mach so, jetzt aber. Und go. Nice. Weil ich hab gedacht, als ich dann einmal drauf geschossen hab, als da nichts passiert ist, dachte ich, okay, dann wirfst du da einfach eine Granate gegen und dann ist das auch direkt kaputt gegangen. Ich habe aus Versehen Dynamit dagegen geworfen, wollte ich überhaupt nicht. Hat auch nicht funktioniert. Das kam noch dazu. So. Oh, die Leichen sind weg, scheiße. Ja, die sind relativ schnell weg. Mhm. Okay, warte mal, gucken wir auf der Karte, was haben wir jetzt? Auf der Karte. Ja. So, zoomen wir rein. Also, ich weiß nicht, ob du meine Markierung siehst auf der Karte. Auf der Insel, ne? Ja, da ist noch ein Schrein. Ja, dann gehen wir da hin, würde ich sagen. Da können wir eigentlich hin. Ja. Wir können auch schon eine Schnellreise zum Bootshaus machen. Ach nein, erstmal die schöne Landschaft hier genießen. Ja, sagte er und rannte weg. Ja, ich warte auf dich. So. Aber das sind schon krasse Typen hier, ja? Muss man ja mal so sagen. Ja. Was machst das du? Das stimmt. Da hinten, da läuft einer. Boah, hast du den Headshot gesehen? Der war geil, ne? Ich hab gesehen, dass du da den umgenietet hast. Er rennt jetzt weg, oder was? Allmächtiger Gott! Hilfe! Er versteckt sich hier. Ja, wo ist er? Hier. Aber das ist ein guter Mann. Nicht. Das ist ein guter Mann. Ja, ja. Ja, aber warum hast du ihn dann getötet hier? Ich wollte ja doch arbeiten. Alter, da. Oh. Boah, da musst du voll aufpassen. Da sind noch welche. Er steht wieder auf. Ist er entferner. Boah. Alter, wer hat denn eine Bombe nach mir geworfen? Ich nicht. Guck mal da hinten. Hä? Neben dir ist einer. Holy shit. Das ist aber ein guter, glaube ich. Wer bist du denn jetzt? Puh, das bringt das Blut in Wallung. Ach, das ist einer von unseren Soldaten. Ach Gott, den kann ich anheuern. Lass uns ein bisschen unterrichten. Vielleicht hat den einer von uns beiden gerufen oder so. Ich hätte eigentlich gerne die Leiche hier noch gefunden. Und meinen Pfeil. Hey, ich kann die hier alle anheuern. Hallo Puppe. Das ist doch chillig. Hallo Puppe. Jawohl. Wie läuft's bei euch? Hab ich die jetzt beide angeheuert? Laufen die jetzt beide mit uns rum? Wäre natürlich interessant. Oh. Das war echt ein richtig dummer Einlauf. Ja. Hallo Miss. Hallo Miss, ja. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich eine Frau bin. Muss mich daran gewöhnen, dass ich eine Frau bin. Ich muss
hier ein bisschen was herstellen. Oh ja, das Cache habe ich gar nicht gesehen. Gott ist auf deiner Seite. Du nee. Packst das. Weiß ich gar nicht, ob man Skilltree hat. Nee, ich habe kein Skilltree gesehen bisher. Ich weiß, was traurig ist. Ich habe bis jetzt noch keine Schnapsbullen gefunden. Nee? Warte mal. Nee. Aber hier war man schon von der Mission her. Ja, nee, ich habe auch keinen Schnaps gefunden bisher. Ja. Aber ich kann hier. Oh. Annäherungsschwindel. Nein. Du hast besser einen wirklich guten Grund dafür. Ja, ich weiß nicht, was du da wieder machst. Beschlagnahme das Auto. Ja, warte. Steig mir da ein. Ja, ich sitze hinter dir. Alter, und jetzt mit der Waffe am Kopf. Ja, fahren Sie bitte. Ach, guck mal, mein Freund ist mit dabei. Guck mal, der ist neben dir. Hi. Oh. Alter. Oh. Er kann es mit allen aufnehmen. Alter, wie fährst du denn? Eieiei. Also das Boot fahre ich aber jetzt mal ohne Spaß. Das hier? Das ist das kleine Bötchen. Den kleinen Jetski hier, komm. Da. Let's go. Ist drauf? Ich drücke auch ständig Dreieck zum Springen. Ja, ja. Mal los. Yo, was machst du? Was denn? Aber ich dachte jetzt wir heben ab, oder? So. Dich mal. Ja. Wo sind denn hier unsere Freunde? Ach, hast du schon zerstört? Hast du schon zerstört? Ja, siehst du mal. Deswegen wurde er auch nicht angezeigt wahrscheinlich. Das wird wohl das gewesen sein. Ja. Das wird wohl das gewesen sein, was wir halt... Also, im Prinzip könnten wir von hier aus auch aufs Festland draufziehen. Hübsches Gesicht. Wir haben ja jetzt einen kleinen Jetski. Ja, das stimmt. Die Frage ist, wo gehen wir denn als erstes hin? Warte, wir haben doch die Hauptmission. Warte mal, hier. Ach nee, wir können ins Sägewerk, ins Gefängnis oder Falls End. Ja. Ich würde sagen, wir machen also einfach das, was am nächsten ist, oder? Oder? Ja, das können wir auch machen. Ich denke mal, auf dem Weg dahin werden wir wahrscheinlich irgendwelche Quests schon finden. Wir können auch hier zur Kürbisfarm. Die ist südlich von uns jetzt. Ja, können wir auch machen. Hier dann ist Avery auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun. Boomer dreht durch, okay. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Das heißt, wir müssen dahin. Bestens. Ja, warte doch. Da. Unser Freund hat Pech gehabt. Kommen wir hier hinten weiter? Das ist eigentlich schon heftig, ne? Ja, kommst du durch. Zack. Boah, ist das Ding fest im Vierungs. Oh, da ist was. Oh, warte mal. Ich dreh mal eben kurz ab. Ich lauf los! Wenn du nicht so viel Gas geben würdest, dann würde ich den sogar treffen. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Komm, ich fahr da jetzt hin. Komm, fahr da jetzt hin. John Street jagt sie aus ihren Häusern. Sauf ich. Pass auf, ich. Ja, chill. Ich sterbe gerade halt deswegen. Tja, übergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Oh. Fang am besten dort an. Takedown, bam. Boah, da sind noch welche. Ja? Warum siehst du so aus als Licht? Ja, ja, da eine ist noch. Ach ja, da. Nicht mehr. Okay. Nee, ist schon down. Ja, hab ich gesehen. Aber wenn du. Headshot. Aber wenn du, wenn wir auf so einem Jetski sind, dann höre ich dich immer noch schlecht. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich rede mal mit dem. Dank, Miss. Als es hier so richtig losging, soll Merle seinen Truck zum Trailerpark am Silver Lake gebracht haben. Der Kerl kann kämpfen, aber ich fürchte, das hier könnte eine Nummer zu groß für ihn werden. Okay, neuer Charakter entdeckt. Merle Briggs. Was? Gute Reise, Deputy. Ach, mein Freund ist auch wieder da. Ey, was hast du denn? Jetzt mal einen Klatscher gegeben. Warum? Warum? Das war ja jetzt richtig cool. Wollte ich gar nicht. Warum machst du das denn?
Ich so, guck. Ich würde sagen, wir gehen einfach über Land. Ja, ich habe gerade zu meinem Kollegen hier geguckt und in dem Moment. Oh, da hinten ist einer. Das ist das Freund oder Feind? Das ist. Das ist Freund. Ja. Was willst du denn hier, Alter? Ich wechsle die Stellung! Was ist denn mit dir los, Junge? Er ist voll in Gefechtsbereitschaft, mein Freund. Pass auf, da links rennt jemand her. Ja, da ist auch einer markiert. Aber er ist auch ein Freund. Ja, das ist der, dem du den Nackenklatscher gegeben hast, glaube ich. Ja, das kann sowas der rennt sein. Da hinten doch, das ist der weiße Punkt, der da rennt. Da ist eine bessere Stelle. Achte, siehst du hier rechts? Oh ja. Ja. Da ist sogar einer mit Krönchen. Theoretisch mitnehmen. Alter, das ist ein Flugzeug, das ist ja richtig cool. Oh ja. Weißt du, ob es hier Krokodile oder so gibt? Boah, nee, das weiß ich nicht. Ich hab ein bisschen Schiss im Wasser, weil ich das noch nicht weiß. Da renne ich zu weit vor. Ich hab ja noch einen Kollegen hier. Wir sind ja zu dritt. Warte mal, Könnte ich König schießen, du könntest den linken ausschalten. Ja, weißt du, ich nehme mal unseren Freund hier, der kann doch auch mal was machen. Warte mal. Der soll mal den einen da ausschalten, der neben dem König ist. Ich geh woanders hin. Ja, geh woanders hin. Hau ab jetzt. So, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ne? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich. Ach, jetzt schwimmt er rüber oder was? Der linke. Ja, dann müssen wir angreifen, bevor er entdeckt wird. Ja. Bei 3. 1. Ja. 2, 3. Boah, ich habe ihn in den Fuß getroffen. Ja, hast du? Headshot. Ja, er hat geregelt. Guter Typ, ja. Ich glaube, wir müssten das Boot hier zerstören, kann das sein? Ja, oh, da kommt jemand her. Ja, habe ich gesehen. Hab ich gesehen? Gesehen? Ja. Das macht aber unser Typ, der regelt jetzt. Über dahin. Lass ihn mal das machen. Ja, dann eine Tötung. Du solltest ihn plündern und nicht seine Waffe nehmen. Ach, das Ding ist, man findet kaum Pfeile, da habe ich das Gefühl, obwohl Pfeil und Bogen meiner Meinung nach am besten ist. Da rennt er. Ja, ach, da. Der rennt gerade in die Richtung, von wo wir gekommen sind. Das ist ein ganz schlauer. Was sollen wir jetzt mit dem Scheiß hier machen? Weißt du was, ich werde mal meinen Freund auf den jagen. Roger. Ja, das sollst du zerstören wahrscheinlich. Geh mal weg da. Warte. Werf mal eine Granate dahin, ja? Ja, mach das. Den hier kann ich nicht plündern. Ja. Nicht einer. Boom. Ja, das war's. Ja, natürlich. Guck mal, mein Freund da hinten. Guck mal, pass auf, er regelt das jetzt. Guck dir das Duell an. Pass auf, guck mal, wie gut er ist, guck mal. Zack. Alter, der ist cool drauf, der Boy. Ja, den habe ich angeheuert, guter Mann. Ist da was zum Plündern? Jetzt kommt er wieder. Sollen wir zu Fuß weitergehen? Ja, würde ich sagen. Sprengkapsel 2. Boah, ich muss immer gucken, weil er jetzt mitläuft. Ich weiß immer nie genau, ob du das bist oder er das ist. Aber warte mal, ganz kurz, bleib mal eben stehen. Ich hab dir ein Erste-Hilfe-Set gegeben. Beziehungsweise sogar 2. Boah, danke. Und ich habe Senf geerntet. Oh, das. Oh, krass, man kann sogar ernten. Scheiße, jetzt muss ich erstmal hier alles. Wird gemacht! Sollen wir in Richtung der Markierung gehen? Ja. Oder wo? Ja. Aber du gehst in die falsche Markierung, ne? Wir müssen nach links. Ja, hier. Das will ich mir mal angucken. Was haben wir denn hier? Ich lauf los! Ja, aber das ist die Hauptstory, ne? Ich dachte, wir wollten erstmal. Ach so, das ist die Hauptstory. Ja, gut, dann gehen wir anders. Wir müssen dann zu der blauen. Also bei dir müsste das weiß sein. Zu deinem eigenen Markierer. Ja. Gehen wir mal da hin. Ist ja nicht so, dass das ein bisschen entfernt ist, aber. Passt schon. Ach, was sind 400 Meter? Ja. Ich finde, hier legst du diesen Weg aber viel schneller zurück als in Assassin's Creed, ne?
Ja, das stimmt. Oh, warte, hier ist irgendwo ein Auto. Nicht, dass das irgendwelche Gegner sind. Hier ist ein Auge, was ist das denn? Hier ist ein Schild, wo ich was mitmachen kann. Ja. Puma. Puma. Jagdgebiet. Oh. Oh. Alter, was geht da ab? Das sind Feinde. Rechts oder links? Ich schnapp mir den. Das heißt, ich schieß auf den mit der Knarre, der den Flammenwerfer da hat. Gucken, ob ich ihn da explodieren lassen kann. Okay, 3, 2. Warte. Ja. Warte. Ich muss mal. Ja, da kommen welche. Geh in Deckung. Der LKW, der hätte ich beinahe gesehen. Ja, der hat mich, glaube ich, sogar gesehen. Plündere Erntetrucks. Komm auf uns zu. Ja, jetzt kommen unsere Freunde hier zu uns. Halt Schnauze. Morphium? Jetzt ein Schuss in den Kopf, ey. So, der ist down. Ich brauch die Pfeile unbedingt. Ein dicker Bursche. Ja. Alter, diese Mucke hier im Hintergrund, ne? Willst du den Flammenwerfer mitnehmen? Ich weiß nicht. Ich will meinen Bogen mal. Ey. Alter, ich hab dem Headshot gegeben. Ja, das war ein Zivilist. Das war ein Zivilist, Mann. Ja, hab ich gesehen. Ist egal. Ah. Jetzt habe ich wenigstens eine Karre. Ja, super. Nee, ich hab die Mucke jetzt ausgemacht, weil wegen Copyright und so. Ist ein Toter. Ja. Ja, den können wir. Egal, wenigstens habe ich meinen Pfeil wieder. Na, warte, den Toter, den schnapp ich mir. Oh, er hat Federn verloren. Oh, er greift mich an. Oh. Ich glaub jetzt nicht mehr. Der lebt noch. Oh. Warte. Oh, Alter, du hast mich mal umgefahren. Oh, da kommen welche. Oh, ich geh in Deckung. Pass auf. Ich bin in Deckung gegangen. Alter, oh. Was machst du da? Was machst du da? Alter, was machst du mit denen? Oh, Achtung, warte, ich helfe dir. Der ist down. Nein! Ja. Ich hab ihn getötet. Alter, ich häng fest. Das geschieht dir recht für so ein Quatsch, den du da machst. Achte mal bitte. Guck mal, und dadurch. Ja, ich will den Toter nehmen. Dadurch, dass du das gemacht hast, ist er rausgefallen hier. Ja, ist doch geil. So, dann würde ich sagen. Aber jetzt können wir deren Karre eigentlich nehmen, ne? Ja, aber ich würde sagen, bevor wir das jetzt machen, weil ich habe ja vorhin schon ein bisschen aufgenommen, machen wir jetzt hier mal eine Pause, oder? Würde ich sagen. Ja, können wir machen. Ich überlege. Welche Karre nehmen wir dann? Oder das entscheiden wir dann nächstes Mal. Ja, ich überlege auch, ob ich nicht hier das Maschinengewehr nehmen soll, aber ich bin da unsicher. Also ich behalte den Bogen sowieso. Du kannst eigentlich das Maschinengewehr nehmen. Ja, aber ich. Weil ich feiere den. Ja, ich will auch den Bogen behalten, weil du kannst ja hier zusätzlichen Holster freischalten. Und ja, da frage ich mich auch, wie das geht. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwann durch, wenn du in der Story weiterkommst und dann werde ich das Maschinengewehr nehmen, weil das wirst du immer kriegen und ich weiß nicht, ob man den Bogen immer kriegt oder wo man den kriegt. Und wie selten der ist und sowas. Ja, das weiß ich auch nicht. Deswegen behalte ich den Bogen. Okay, dann würde ich sagen, da hinten sehe ich einen Puma. Da hinten sehe ich einen Puma? Ja. Alter. Das war geil. Okay, das war das perfekte Schlusswort, finde ich. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut. Ciao.